Pressekonferenz der neuen Saison darf ich Herrn Steffen und den Kai hier begrüßen. Erstmal Glückwunsch an unsere Mannschaft, die das Spiel gewonnen hat. Aber die erste Frage gebührt natürlich immer den Gästen. Wir wollen das auch ziemlich kurz halten heute. Der Kai ist stark erkältet, wird sich aber trotzdem die Fragen stellen. Julia, Kai, vom Verlauf der Partie wäre am Ende wohl mehr drin gewesen. Erstmal Glückwunsch Steffen und seine Mannschaft zum Sieg. Ja, bis in die 45. Minute war es eigentlich so, wie wir das Spiel gestalten wollten. Wir wussten, dass wir im Angriff noch Defizite haben. Das wird auch noch eine Weile so andauern. Wir wollten aus einer sehr stabilen Abwehr heraus spielen. Einfach die einfachen Gegentore von Illtal verhindern, von dem starken Rückraum. Das ist uns dann auch die letzte Viertelstunde nicht mehr wirklich gelungen. Und dann bei 6 gegen 4 stehen wir uns selbst im Weg. Und dann ist halt so ein Spiel in Illtal, wird natürlich dann schwer zum Schluss zu gewinnen, klar. Ja, das hat man natürlich auch erkannt auf den Rängen, aber genauso wie ich es uns auch. Also Steffen, deshalb an dich die Frage, Saulheim war lange am Drücker, hat lange gedauert, bis wir das Ding drehen konnten. Was ist deine Einschätzung zum Spiel? Ja, erstmal würde ich die Zuschauer jetzt zur neuen Runde herzlich willkommen heißen. Schon im ersten Spiel war die Unterstützung enorm wichtig. Bei so knappen Dingern ist es ist das, was die Zuschauer noch ins Spiel mit reinbringen, viel wert. Die Emotionen, die dann noch kommen, setzen nochmal Kräfte frei. Also von daher erstmal vielen Dank und ich hoffe, dass wir das ähnlich gestalten können wie in der letzten Saison, dass wir hier zu Hause eine schöne Serie haben und bestmöglich natürlich wieder kein Heimspiel verlieren. Dann freue ich mich, Kai, dass du wieder in der Liga bist. Ja, du warst ja auch jetzt einige Jahre nicht mehr dabei. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit für die Zuschauer. Wir haben zusammen Landschule gespielt. Dann war ich immer viele Spiele auch von Ganzenherr gekommen, als Kaiwert Trainer war. Wir haben auch viele Ganzenherr gespielt, als Kaiwert Trainer war. Also von daher ist das auch immer eine schöne Sache, wenn nochmal bekannte Gesichter in die Liga zurückkommen. Ja, zum Spiel ist. Das ist eigentlich eine kleine Anekdote, weil ich ja gestern oder vorgestern mit der Presse telefoniert habe, mit Lukas, und genau das eigentlich erwartet habe, was passiert ist. Man will es ein bisschen besser machen beim Torwurf, ein bisschen noch genauer als in den Vorbereitungsspielen. Man ist ein bisschen nervöser als in den Vorbereitungsspielen. Dann kommt eine unglaubliche Torwartleistung dazu in der ersten Halbzeit. Also da war auch nicht jeder schlecht geworfen, sondern es waren wirklich auch tolle Paraden. Und dann bleibt so ein Spiel eng. Ja, aber das wird während der Saison öfters vorkommen, dass wir zu Hause auch uns erst vielleicht mehr 15 Minuten absetzen können. Knackpunkt war dann tatsächlich die 6 gegen 4 Unterzahl. Ja, also dass in Saulheim das dort besser spielt, dann denke ich, kann das Spiel auch anders ausgehen. Danke. Ich denke, wir haben Und die neue Piste in Saulheim,
wird ein sehr schweres Spiel in der Übung. Aber auch das mag ich jetzt nicht zum Teil beurteilen, weil wir natürlich die Mannschaft nicht kennen. Ja, sie sind jetzt neu in der Liga. Sie haben von den Namen her natürlich einen super Kader, super Verpflichtung auf der Torwartposition. Und dann hätten wir aber schon auch unsere Stärken probieren, dort zu agieren und mitzuhalten. Und das Hochdorf natürlich schwer machen. Ich denke auch nur das. Das ist für Hochdorf jetzt erstmal noch, dass noch ein paar Wochen dauert, bis sie in der Liga angekommen sind. Es wird hier schon ein anderer Anfang gespielt als in der dritten Liga. Da muss man sich auch anpassen und dann wieder sehen. Gut, okay, wir werden sehen. Das waren die Abschlussworte für heute. Ich denke, das war ein gelungener Start, wenn es auch lange gedauert hat, bis man die Partie drehen konnte. Aber letztendlich haben die Jungs eine super Leistung gezeigt und darauf kann man aufbauen. Das erste Spiel ist natürlich immer so eine Sache. Wenn man es gewinnt, ist okay. Hätte auch leicht in die Hose gehen können. Aber ihr habt es heute gepackt und dann so herzlichen Glückwunsch. Und dann schauen wir, was nächste Woche beim rauskommt. Euch danke für den Besuch und bis zum nächsten Mal.